Verteidigungsausschuss, also vorhin die erste Legislaturperiode vor dem Verteidigungsausschuss, dann 4 Jahre im Rechtsbereich, jetzt auch wieder im Verteidigungsausschuss. Und von daher mit dem Thema als nächsten Input Völkerrecht und Militäreinsätze, zumindest in den letzten 8 Jahren, habe ich jetzt sich damit beschäftigt. Ich glaube, ich kann das versuchen, jetzt ein bisschen kürzer zu machen, als das ursprünglich gedacht war, weil vieles von dem, was ich sagen will, sagen wollte, auch in den kleinen Gruppen, auch bei Mittagessen, schon vieles angesprochen worden ist. Und dann versuche ich das ein bisschen einzudampfen, dass wir dann genug Zeit haben, dann auch in der Debatte das nochmal für alle verständlich zu machen. Völkerrecht war für mich immer von Anfang an mit einer der großen Leitlinien, für die ich dann auch Friedenspolitik immer machen wollte, auch in die Politik gegangen bin, weil ich glaube, dass die Verrechtlichung internationaler Beziehungen der einzige Weg ist, wirklich nachhaltig Frieden zu schaffen. Und ich sehe einfach mit Sorge, dass da gerade in den letzten 2-3 Jahren, seit 2015 vor allen Dingen, eine Tendenz sich abgezeichnet hat, wo etwas verloren geht, was ich ganz gefährlich finde. Und das will ich jetzt in meinem Darlegen so ein bisschen beschreiben. Zu Beginn vielleicht noch einmal die Grundlagen, die folgerechtlichen Grundlagen für Militäreinsätze, nochmal zur Erinnerung. Dann mache ich ein paar Beispiele und komme dann sozusagen zu der Zukunftsprognose, was da im Augenblick dran passiert. Also was sind die Grundlagen? Vieles ist vorhin schon gesagt worden. Artikel 2, das Gewaltverbot der Vereinten Nationen, der UN-Charta, das ist die Grundlage. Nur der Sicherheitsrat ist legitimiert durch die UN-Charta, die Anwendung militärischer Gewalt zu legitimieren. Das heißt natürlich noch lange nicht, das will ich noch mal klarstellen, dass nur weil es ein Sicherheitsratbeschluss nur gibt, deswegen irgendjemand verpflichtet wäre, irgendein Militäreinsatz zu stimmen, sondern das ist eine notwendige, aber eigentlich eine hinreichende Voraussetzung für ein Bundeswehrmandat. Ja. Also das heißt, bevor ich mich überhaupt frage, als Abgeordnete, ist das sicherheitspolitisch sinnvoll, kann ich das vertreten, ist das verhältnismäßig, steht als allererstes mal die Frage, ist das legal? Ist das überhaupt erlaubt? Und wenn ich auf der Ebene zu dem Ergebnis komme, ist es nicht, es entspricht nicht dem Völkerrecht und damit auch nicht dem Verfassungsrecht, dann kann ich diesem Mandat nicht zustimmen. Das ist sozusagen für mich die oberste Prämisse. Wir haben vorhin schon mal gesagt, braucht man die grundlegende Debatte, die ich nicht mehr komplett aufmachen werde. Ich habe schon mal gesagt, eigentlich unser Ziel sein, auch keine nationalen Streitkräfte mehr zu haben. Wir haben dann nur noch die UNO als Weltpolizei. Das ist vielleicht die Vision, die wir vor uns haben. Aber solange die UNO eben nicht diese Weltpolizei, dieses Gewaltmonopol der UN-Charta verteidigen kann, ist es eben doch denkbar, ja, dass der Sicherheitsrat tatsächlich mal sagt, hier ist der Weltfrieden gefährdet. Wir als Sicherheitsrat, wir als UNO legitimieren die Anwendung militärischer Gewalt. Und dann ist es natürlich, sind es die Nationalstaaten, die dann eben in ihre Militär einhalten. Dieses Sicherheitsratsmandat ist auch nicht irgendwie ersetzbar oder wegzudiskutieren. Das will ich an der Stelle auch mal sagen, weil wir häufig diese Debatte um die R2P, die Responsibility to Protect, haben, die meines Erachtens von vielen falsch verstanden worden ist. Ja? Weil die Responsibility to Protect in ihrer völkerrechtlichen, ursprünglichen Diskussionsgrundlage, da ging es darum, zu definieren, wann kann denn der Sicherheitsrat, wann kann die UNO überhaupt militärische Mittel legitimieren, wenn nicht mehrere Staaten untereinander im Konflikt sind, sondern wenn es um innerstaatliche Akteure geht. Es ging aber nie darum, den Sicherheitsratsbeschluss überflüssig zu machen, sondern im Prinzip die Responsibility to Protect gibt im Prinzip in ihrem Konstrukt erst den Sicherheitsrat überhaupt die Legitimität, auch in einem solchen Fall einen Beschluss zu fassen. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, weil die Tendenz der immer ist, das Völkerrecht als eine Formalie, als eine deswegen Formalie abzutun, wenn Menschenrechte verletzt werden, dann ist es doch so schlimm, dann müssen wir doch hier handeln, dann kommen wir doch mit dem Begriff humanitäre Intervention, Responsibility to Protect. Das funktioniert aber so nicht, ja, sondern die Grundvoraussetzung ist immer erstmal, dass das Gewaltverbot der UN-Charta durch einen legitimierten Beschluss des Sicherheitsrates überwunden werden. So, was haben wir jetzt für Entwicklungen? Ich will ein paar Beispiele nennen. Vor allen Dingen ab 2015. Bis 2015 habe ich mit einer Ausnahme, die werden wir alle kennen, es immer so erlebt, dass die Bundesregierung eigentlich, sozusagen, auch wenn es nicht ganz laut gesagt hat, sich doch immer gesagt hat, wir halten uns an Völkerrecht und Verfassung und sind nicht der Auffassung, wie die Amerikaner, die 2001
mit dem Vor- und Herbau gesagt haben, wir sind im Prinzip überall immer in Selbstverteidigung, weil wir 2011 angegriffen worden sind. Das war eigentlich etwas, wo ich mich als Abgeordnete doch auch durch deine Nachfrage und den Mann immer relativ sicher gefühlt habe, dass die Bundesregierung diesen Weg nicht mitgehen würde. Ja. Es gibt natürlich eine Ausnahme, die kennen wir alle, die wird in dem Zusammenhang ja auch immer stärker vorgehalten, ja, das ist 1999. Das war tatsächlich das, was es nie sein sollte, nämlich ein Präzedenzfall. Ja, das war ganz klar ein völkerrechtswidriger Militäreinsatz. Wir wollen jetzt nicht nochmal ganz in die Tiefen wieder einsteigen. Ich habe das mal einmal mit einem anderen wieder in den Debatten gelaufen sind. Ich will auch gar nicht, also für mich war das auch eine untragbare Entscheidung, aber es ist schon interessant, auch damals in dieser Übergangszeit, wo gerade die Grünen an die Macht gewählt worden war, wie dort auch gearbeitet worden ist, um diesen Einsatz durchzusetzen. Ja, das sind also in diesem Zusammenhang auch wirklich Dinge passiert, die ich aus meiner heutigen Parlamentarier-Sicht unfassbar finde. Viele haben das vergessen. Da wurde nach der Bundestagswahl 98, nach der Wahl, nachdem die Bundesregierung abgewählt worden war, der alte Bundestag noch einmal einberufen, bevor der neue sich konstituiert hat, um den alten Bundestag diesen Beschluss zu fassen, der den neuen Bundestag bringen soll. Dinge, die sozusagen aus der Wahrnehmung, ich hatte das schon verdrängt, unvorstellbar sind. Ja. Denn wenn die Bundestagswahl war, dann haben wir 4 Wochen, um uns als Bundestag zu konstituieren und dann tritt natürlich der neue Bundestag zusammen. Und niemand sonst, auch kein abgewählter Bundestag. Ja. Das haben die damals aber so gemacht und dann haben die im alten Bundestag den Beschluss, einen Vorratsbeschluss beschließen lassen, weil sie eben der grünen Mehrheit nicht trauen und die dann auch wirklich mitgehen und haben sie dann nachher im März in die Verantwortung genommen und gesagt, das bindet euch jetzt mit. Also nur noch mal so zum Hintergrund, ja. Aber zweifelsohne überhaupt kein Thema, dieser Einsatz völkerrechtswidrig. Ich glaube auch, dass das eines der Probleme ist, warum wir auch im Kosovo bis heute sozusagen keine nachhaltige Friedenslösung finden, weil dieser Makel der Völkerrechtswidrigkeit auch einfach bis heute den Konflikt einfach verschärft. So viel nur dazu. Aber bis dahin sozusagen alle Mandate, die sonst bis 2015 oder bis 2014 im Bundestag mitgetragen oder nicht mitgetragen worden, war jeweils keiner dabei, dass ich gesagt hätte, hier ist ein klarer Völkerrechtsbruch vor. So, dann passierte folgendes: das erste Mal, dass es brenzlig wurde, war 2014. Im November haben wir das erste Mal ein Mandat für den Nordirak beschlossen. Also, wenn ich sage, wir haben diesen beschlossen, also wir Grüne haben dagegen gestimmt, beziehungsweise sich enthalten, ich habe dagegen gestimmt. Der Bundestag hat mit Mehrheit entschlossen, um die Peschmerga zu bewaffnen und sie Peschmerga auch an Waffen auszubilden. Das ist ein Ausbildungsmandat in einem bewaffneten Konflikt, erfordert also ein Bundeswehrmandat. Und hier haben wir gleich mehrere Besonderheiten. Für dieses Mandat fehlt es an einem UN-Mandat, ganz klar, hat niemand beschlossen. Die Bundesregierung hat gesagt, ja, aber hier liegt eine Einladung des Irak vor. Der Irak hat Unterstützung gebeten im Kampf gegen den IS. Das sollte also die Grundlage sein für die Bewaffnung der Peschmerga. Das hat mich schon deswegen immer nicht überzeugt, weil Bagdad selber den Kurden im Nordirak die Waffen und das Geld, was denen nach der Verfassung zugestanden hat, nicht gewährt hat. Ja? Also die hatten einen Konflikt untereinander. Es war schon klar, dass die Peschmerga nicht die Einheiten der zentralirakischen Regierung sind. Das heißt, wir befinden uns in einer Konfliktsituation zwischen Kurdistan und Irak. Und die Bundesregierung hatte, ich habe immer gefragt, wo ist die schriftliche Einladung aus Bagdad? Ja, das haben die doch immer so gesagt. Dann wurde gesagt, ja, was kann man auch daraus ableiten, dass die Flugzeuge mit den Waffen für die Peschmerga, die landen erst in Bagdad. Ja, und Bagdad gibt ja grünes Licht, damit wir weiter transportieren können in den Nordirak. Das sollte dann im Prinzip also die völkerrechtliche Einladung des Iraks sein, den Peschmerga zu bewaffnen. Also ich würde mal sagen, vorsichtig ausgedrückt, ist das völkerrechtlich ganz dünnes Eis. Ja, also ich würde sagen, das trägt nicht. Und man sieht auch daran, dass das Völkerrecht nicht einfach nur eine bürokratische Formalie irgendwas ist, weil das Völkerrecht ist schlau. Das Völkerrecht erkennt in so einer Situation, ja, was das natürlich ein Problem ist, wenn wir uns in einer dieser Auseinandersetzung auf eine Seite stellen. Ja, und das Unabhängigkeitsreferendum kam ja erst 2 Jahre später, aber es war damals ja schon absehbar, dass es einen Konflikt gibt mit der Zentralregierung. Ja. Hinzu kommt, dass natürlich die sicherheitspolitische Begründung, sagen wir mal, die Erzählung, die dahinter stand, also
auch wirklich haarsträubend ist und bis heute so argumentiert wird, dass uns gesagt wird, ja, aber Sie, was Sie können, wie können Sie so ein Mandat wie Herr Schwerger, das müssen Sie doch betragen. Ja, gucken Sie in die Augen der jesidischen Mädchen und Frauen, die dort leben. Herr Schwerger haben Sie doch gerettet. Ja? Also sozusagen das Elend der Versklaven Jesiden, der 2014, jeder weiß, dass sie auch vom IS oder Frankreich verschleppt worden sind, als sozusagen Erzählung darüber gebracht worden ist, warum es doch unglücklich sein kann, dass man den Schwerger keine Waffen liegen hat. Ich habe seitdem regelmäßig viele Gespräche mit den jesidischen Verbänden auch geführt. Interessanterweise hat keiner von diesen jesidischen Verbänden, mit denen ich gesprochen habe, jemals die Bewaffnung der Schwerger verlangt, sondern im Gegenteil, die wollen den Schwerger vom Kriegsgericht bringen. Ja, denn es war nicht der Schwerger, den die Jesiden gerettet haben und damit auch kein einziges deutsches Maschinengewehr, was dort irgendjemanden gerettet hätte, ja, sondern die Gemengelage dort und innerhalb der Kurden und der Jesiden ist so komplex, dass so eine einfache Schwarz-Weiß-Story einfach nicht taugt. Aber so ist es dann, wenn ein Militäreinsatz gefunden wird. Werden soll schnell nach dem Motto, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Und da kann man noch so sehr versuchen zu differenzieren, diese Debatten laufen wollen, wenn im Bundestag immer noch so wird gesagt, das war doch das Fotobeispiel für eine notwendige Bewaffnung, eine notwendige militärische Intervention. Also es waren am Ende die syrischen Kurden, die eben ja auch mit den türkischen, mit denen die als terroristisch, die mit der PKK verbündet sind, die waren es, die dann eingeschritten sind auf Seiten der Jesiden, nachdem die Jesiden ihre Waffen an die Peschmerga abgegeben haben, weil die Peschmerga ihnen versichert haben, sie würden sie verteidigen und sie dann zurückgezogen haben. Deswegen sind die Jesiden überhaupt gar nicht mehr zu sprechen auf die Peschmerga. Aber auch das ist wahrscheinlich sogar noch, soweit ich die Hintergründe kenne, die Auseinandersetzung dort untereinander gehen noch viel tiefer. Und das Letzte, was man natürlich in so einer Gemengelage tun sollte, ist Maschinengewehre liefern. Ich glaube, das ist naheliegend. Und auch die Bundesregierung hat selbst nachher zugeben müssen, dass sie also nicht wusste, wo die Kleinwaffen geblieben sind. Das war also praktisch auch verteilt und ist unstrittig, dass die natürlich auch im Markt gelandet sind. Vielleicht zu den Waffenlieferungen noch mal eine kleine Besonderheit, weil bei der Diskussion um Rüstungsexporte, das hatten wir ja eben auch in der Gruppe, der Rüstungsexport, Waffenlieferung an die Peschmerga fällt, das ist ja kein klassischer Rüstungsexport im eigentlichen Sinne, weil das ist jetzt keine Rüstungsfirma, die mit Genehmigung der Bundesregierung Waffen an einen anderen Staat liefert, sondern hier ist es ja die deutsche Regierung selber, der Staat, der eigene Waffen ins Konfliktgebiet liefert. Das ist aber ebenfalls wirklich brisant, weil das hat es vorher auch noch nie gegeben. Ja? Und auf konservativer Seite, auch die Verteidigungsministerin hat das auch so erkannt und hat das auch so gesagt, das ist hier was ganz Neues, was wir hier tun. Ja, so. Die Frage ist nur, wie man das bewertet. Also das Neue daran ist, dass der deutsche Staat in einen sozusagen Waffenkonflikt direkt selber Waffen hineinliefert. Ja. Also an der Stelle schon das Problem mit dem Völkerrecht zu den Händen greifbar und ein Jahr später, November 2015, wurde es dann noch deutlicher, die Anschläge in Paris. Ab dann hieß es, jetzt gilt es, die Freundschaft, die Solidarität mit Frankreich unter Beweis zu stellen in einem Militäreinsatz. Also wir fassen zusammen, französische und belgische Kriminelle, Terroristen begehen einen Anschlag in Paris und wir befinden uns in Selbstverteidigung in Syrien. Das ist sozusagen die Argumentation, warum wir uns seitdem an dem Luftkrieg über Syrien beteiligen mit der Bundeswehr. Sowohl mit den Tornado-Aufklärungsflugzeugen, als auch mit Tankflugzeugen und mit Edex. Also es wird oft übersehen, dass wir da einen ganz, sage ich mal, anführungsstrichen normalen, multilateralen Einsatz für den wir uns voll beteiligen. Die Bundesregierung nennt das nicht den Syrien-Einsatz, sie nennt das aber den Einsatz gegen den IS, weil dieses Mandat sich sowohl auf das Gebiet des Iran als auch auf das Gebiet Syriens erstreckt. Aber spätestens beim Gebiet Syrien ist einfach klar, dass dort von einer völkerrechtlichen Grundlage auch nicht mehr ansatzweise geredet werden kann. Wie versucht die Bundesregierung das begründen? Hier wird es jetzt ganz interessant, weil sie sich untereinander nicht einig waren, wurde es auch sehr offensichtlich, dass keine Begründung vorliegt, weil jeder hat eine andere genannt und dann glaubte, die würde nicht gelten. Also zunächst einmal wurde immer wieder die UN-Resolution herangezogen, die nach den Anschlägen von Paris verabschiedet worden war im Sicherheitsrat, in der halt eben stand, die internationale Gemeinschaft ist aufgefordert, alles erdenklich Mögliche im Rahmen des Völkerrechts zu tun, um den IS zu bekämpfen. So. Das kann natürlich auch militärische Mittel beinhalten, wenn die ein Land anfordert, ja, aber jedenfalls die Resolution selber zitiert keine, legitimiert keine militärische
selber, ist keine Grundlage, die Souveränität eines anderen Staates zu verletzen. Ja? Ist auch klar, weil wenn sie das wäre, wäre es nie zustande gekommen. Ja? Denn dass ihr zugestimmt worden ist von allen Vetomächten, ist genau der Grund, weil sie eben keine militärischen Mittel legitimiert. Ja? Und das ist natürlich auch besonders perfide, wenn dann hinterher argumentiert wird, aber naja, das konnte man noch sehen, dass das so gemeint sein sollte oder wie auch immer, ist das für die russische Seite natürlich ein Zeichen, nie wieder irgendwie so einer Resolution zuzustimmen. Ja, also das ist im Prinzip in der Folge der Libyen-Resolution jetzt wirklich nochmal ein weiterer Schritt, wo aus einem Beschluss, den man gemeinsam fasst und eben alle wissen, was er bedeutet, nachher kommt er eben auch das Gegenteil. Also diese Resolution trägt es nicht. Und dann haben wir ja auch zusätzlich das Problem, dass wir nicht nur das völkerrechtliche Vorgaben brauchen, sondern auch das Verfassungsgericht, das unser Grundgesetz, die Verfassungsvorgaben macht, die hier auch nicht erfüllt sind, weil die Verfassung ja sagt, ja, wir können die Bundeswehr einsetzen in einem System kollektiver Sicherheit, Artikel 24 Grundgesetz. Überall dort, wo es ein UN-Mandat gibt, das sollte es bei jedem Einsatz geben, ist das kein Problem, weil dann ist eben die UNO das System kollektiver Sicherheit. Ja, hier haben wir kein UN-Mandat und wir haben auch kein System kollektiver Sicherheit. War übrigens beim Nordirak auch schon so, sondern das ist eine reine Koalition der Willigen. Ja, und das macht auch schon einen Unterschied deutlich. Koalition der Willigen, da hat man früher 2003 gedacht, ja, Irak-Krieg, da war das noch klar, die Bundesregierung würde sich an keiner Koalition der Willigen beteiligen. Jetzt keine Diskussion mehr. Ja. Nordirak-Koalition der Willigen, Syrien-Koalition der Willigen. Und dann war es ganz interessant, weil sich die Großkoalitionäre dann ja stritten und ich habe eine Frage gestellt, ich habe also Artikel 24 ist hier nicht gegeben, ja. Dann sagt die SPD, doch, das ist irgendwie ist das doch Artikel 24, sagt die SPD, weil doch irgendwie diese Resolution, wenn man sie so irgendwo liest, also es trug alles nicht. Aus der CDU kam dann interessante Stimmen, die sagten, ja genau, man hat recht, Artikel 24 ist das doch sowieso nicht, das ist doch klar. Wir machen das jetzt über Artikel 87 Grundgesetz, Selbstverteidigung. So, ja, also an der Stelle werden wir dann im Prinzip dem unbegrenzten Selbstverteidigungsrecht, das die Amerikaner 2001 für sich in Anspruch genommen haben. Artikel 87 heißt dann wirklich, also Deutschland befindet sich in Syrien in Selbstverteidigung, ja, weil in Paris ein Anschlag begangen worden ist. Also welches die gefährlichere Variante ist, kann man sich aussuchen. Jedenfalls haben sie sich da an der Stelle beide widersprochen. Auswärtige Amt Steinmeier, wie gesagt, eierte Bundeswehr irgendwie doch 24 und die Union wäre jetzt gleich auf 87 gegangen. Und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht, ja, dass hier was ins Rutschen gekommen ist, von dem die Verteidigungsministerin ganz klar gesagt hat, diese Art von Einsätzen ist nicht die Ausnahme oder kein Ausreißer, sondern das ist die Blaupause für die Einsätze der Zukunft. Ja. Und dann sind wir wirklich an dem Punkt, dass man sagen muss, das ist nicht mehr die Auslegung von Völkerrecht, das ist auch nicht die Fortentwicklung von Völkerrecht, das ist schlichtweg einfach die Negierung jeglichen Völkerrechts. Und an dem Punkt sozusagen ist der Stand der Auseinandersetzung jetzt, wo man aufpassen muss, dass das hier nicht wirklich Normalität wird und dass man widersprechen muss, wenn die Leute sagen, ach, das Völkerrecht, das kann man doch auch mal so sehen, ja, nein, so ist es nicht, ja, das ist nicht beliebig. Ja, es gibt da auch mal Fortbewegung, es gibt da Grauzonen, es gibt Auslegungsbeispiele, aber das ist keines mehr, das ist einfach dann der Punkt von Völkerrecht. Denn die Grundidee der Gründung der Vereinten Nationen nach zwei Weltkriegen war, dass nicht mehr jeder selbst entscheidet, wann die Anwendung militärischer Gewalt angemessen ist oder nicht, sondern die Idee war, nein, ja, wir übertragen das Gewaltmonopol auf den Sicherheitsrat und nicht mehr die einzelnen Staaten entscheiden als Mittel für sich. Gut, ich will vielleicht an der Stelle jetzt auch schon mal einen Cut machen, damit wir möglichst schnell auch in die Diskussion kommen. Bitte. Ja, wir sind ja im Grundsatzprogramm gerade. Wenn ich im alten Grundsatzprogramm anlese, steht da zum Kosovo, wir haben nach intensiven Diskussionen eine schwere Entscheidung mitgetragen. Dabei war der Kosovo-Krieg ein aufgrund der ganz besonderen Notlage und Umstände statthafte Ausnahme, aber kein Präzedenzfall. Das ist ja genau das Gegenteil, was du ausgeführt hast.
deshalb meine Frage, wie siehst du das? Soll man das jetzt einfach nur streichen, weil es ja falsch ist? Oder würde es sich gehören, dass man ein Grundsatzprogramm das doch nochmal neu bewertet und dann auch mit einem anderen Selbstbewusstsein Fragen in der Zukunft auch beantworten zu können? Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage, weil ich inzwischen mit dem Text umgehe. Ich finde es immer schwieriger, in die Vergangenheit alte Kämpfe nochmal neu zu führen, wenn wir hier sozusagen ja wirklich einen ganz, ganz konkreten Konfliktfall für die Zukunft vor uns liegen haben, den wir lösen müssen. Würde ich lieber nach vorne hin lösen, ja? Also auch nochmal zum Beispiel diese Kritik an dem Syrien-Einsatz, an der völkerrechtlichen fehlenden Grundlage, ja, haben wir sehr breit in der Fraktion getragen. Für uns als grüne Fraktion war das eine unglaubliche Geschlossenheit in der Ablehnung des Syrien-Mandats. Ich will zugeben, dass es da sicherlich auch bei den anderen, bei den einen war das Völkerrecht der wichtigere Grund, bei anderen anderes, aber nichtsdestotrotz sind wir sozusagen bei dieser Frage Verfassungswidrigkeit, Völkerrechtlichkeit sehr geschlossen gewesen. Und dann würde ich lieber sozusagen dieses Beispiel nochmal angreifen, die Zukunft argumentieren und sicherstellen, ja, dass wir keins weiter daran lassen, was ein UN-Mandat zwingende Voraussetzung für einen Militäreinsatz ist, als sozusagen die Schlachten der Vergangenheit nochmal zu führen, weil dann kriegt man natürlich auch schnell so, sag ich mal, auch Emotionen rein, die vielleicht eher hinderlich sind, einen klaren Beschluss zu fassen. Sie sind 20 Jahre her. Ich habe jetzt leider keine Reihenfolge hier vor Augen. Jetzt wir nachher auf Felix und dann. Ja. Ja, also der Ralf hat vorhin im Workshop den Gedanken reingebracht. Ich finde den Gedanken sehr gut. Dass im Grunde genommen bei den Grünen dieser Fauxpas, der damals passiert ist, nicht aufgearbeitet wurde und auch direkten Einfluss hat auf die Diskussion in diesem Bereich zur jetzigen Zeit. Ich finde es richtig, zurückzuschauen und dazu auch nochmal Stellung zu nehmen und die ganze Geschichte aufzuarbeiten. Ich glaube, das hat direkten Einfluss genau auf das, was du willst, auf die Zukunft. Ja, das ist jetzt schon, wir sind da jetzt schon im Praktischen. Kann ich jetzt, ich bin da eher vorsichtig, aber weil ich erlebt habe, dass wir schon weiter sind. Aber ich will es jetzt auch gar nicht, es mag auch sein, dass es funktioniert. Ich habe jetzt Felix und Ralf. Also ich fände es auch sehr freudig, wenn festgehalten würde, dass der Kosmokrieg völkerrechtswidrig war, aber wenn das jetzt praktisch nicht möglich ist und sozusagen die praktische Herangehensweise ist, lieber sich nicht daran verkämpfen, wenn man es nicht durchsetzen kann, wäre als Kompromiss denkbar, dass wir ja im Friedens- und Sicherheitspolitischen Abschlussbericht, ja, was zum Irakkrieg gesagt haben, was sehr klar war, dass eigentlich die passive Unterstützung des Irakkriegs durch die Überflugrechte und die Basenbewachung und so auch völkerrechtswidrig war, sodass man vielleicht da irgendwie noch mehr Grundlage hätte, wo man einen klaren Punkt setzen kann, etwas, was wir in der Vergangenheit getan haben, was eigentlich zu dieser Erosion des Völkerrechts beigetragen hat, war falsch und wir machen es jetzt anders. Ist aber jetzt auch wieder eine andere Konstellation, oder? 2003. Es sind immer andere Konstellationen, aber die Frage ist ja, ob man aus der Vergangenheit lernt. Ja, also wie kann man sich am besten absichern für die Zukunft? Und da würde ich halt diesen Fokus draufsetzen, dass das so eindeutig formuliert ist, dass es ohne UN-Mandat kein Militäreinsatz gibt. Ich glaube, dann könnte man, ist man gewappnet für die Auseinandersetzung, wenn man gleich sozusagen die grüne Geschichte da an der Stelle nochmal aufmacht, dann weiß ich nicht, ob nicht plötzlich auch da Widerstände geweckt werden, die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht, ja? Weil die vielleicht auch gar nicht mehr sachlich irgendwie dann auch sind. Ralf. Ich bin dir sehr dankbar, dass du die wichtige Rolle des UN-Sicherheitsrates aufgestellt hast, um Einsätze zu legitimieren. Nun stellen wir allerdings immer wieder fest, gerade in jüngster Zeit, dass es im Sicherheitsrat durchaus zu Blockaden kommt. Und es gibt Überlegungen, diese Blockaden zu überwinden im Rahmen von Notstandsresolutionen. Also Notstandsresolution im Sinne der United for Peace Resolution von 1950. Das heißt also, dass es Einsätze geben könnte, die nicht nur auf Grundlage des Sicherheitsrates beschlossen werden, sondern auf Grundlage der Generalversammlung, für den Fall, dass der Sicherheitsrat blockiert ist. Weil du ja vorhin von der Auslegung des Völkerrechts sprachst, wäre ich jetzt interessiert, wie du diesbezüglich das Völkerrecht auslegst.
Ja, da bin ich dir dankbar, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Also zunächst, ich wäre immer vorsichtig mit diesem Begriff Blockade. Ja? Weil der UN-Sicherheitsrat ist ja quasi satzungsmäßig so konstruiert, wie er konstruiert ist. Also ich kann ja auch immer schlecht sagen, wenn ich im Bundestag keine Mehrheit habe, der Bundestag ist blockiert. Sondern dann habe ich dann einfach keine Mehrheit. So gibt es dafür Vetomächte, aber wie gesagt, das ist eben die Grundlage des Sicherheitsrates. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, der ist blockiert, wenn halt einer bockig ist. Ja, das ist dann halt so, da kommt dann keine Revolution zustande, so ärgerlich das ist. Und ich will auch nochmal sagen, dass ich glaube, dass diese ganzen Versuche zu sagen, das kann dann deswegen nicht so wichtig sein mit der UNO, weil dieser Sicherheitsrat ja so offensichtlich falsch zusammengesetzt ist, da möchte ich dann auch nochmal so ein bisschen Seite geben und sagen, ist der eigentlich wirklich so falsch zusammengesetzt? Ja? Also da haben dann unschöne Leute Vetorecht, mit denen möchte man eigentlich, aber ist es nicht eigentlich so, dass es genau Sinn eigentlich ist, der UNO ist, dass man mit der Gegenseite sozusagen erst eine Einigung herbeigeführt haben muss, dass die tatsächlich die entscheidenden, auch großen militärischen Player mit an Bord sind, bevor ich Militäreinsätze zur Friedensmission legitimiere. Denn wenn diese großen Player nicht an Bord sind, dann werden auch die Militäreinsätze niemals friedensfördernd wirken können. Ja? Weil die gemeinsame Strategie der internationalen Gemeinschaft ist eben Voraussetzung, dass überhaupt ein Militäreinsatz mal sinnvoll friedensstiftend wirken kann, was ja schon schwierig genug ist, eng genug. Ja? Aber deswegen stellen wir an allen Konflikten fest, ob wir jetzt im Nahen Osten gucken, Syrien oder so, ja, dass das doch irgendwie so ist, solange nicht Russland und USA eine gemeinsame Strategie beschließen, können die da über Syrien so viel hin und her fliegen und Bomben werfen, wie sie wollen, weil sie alle nicht die gleiche Strategie haben, würde es niemals dem Land helfen und auch niemals im Konflikt. Also, das ist zwar ziemlich provokant, ich weiß, aber ich meine mal, wie gesagt, dass das Völkerrecht da sozusagen gar nicht so dumm und blind ist, wie es vielleicht mal gemeint ist. Ja, also die Frage, ob natürlich Frankreich und Großbritannien als Atommächte zum Beispiel mit Marokko das in Frage stellen. Ja, aber jedenfalls stellen wir in vielen Fällen fest, ohne Russland und Amerika, solange die sich nicht einigen, kriegen wir da nichts Sinnvolles hin. So, und jetzt, diese ganzen, daraus resultieren ja diese ganzen Bemühungen, wir müssen irgendwie um diesen Sicherheitsrat herumkommen. Ja, das ist ja auch dieses der Verzweiflungsversuch, diesen United for Peace, der aber auch zum Untergang verurteilt ist. Ja? Also es gibt dieses historische Beispiel aus 1950, Nordkorea, beziehungsweise Korea, war aber auch eine ganz andere Konstellation. Da war die Konstellation die gewesen, dass Russland den Sicherheitsrat verlassen hatte für ein Jahr und gesagt hatte, wir machen hier nicht mehr mit. Aus Auseinandersetzung, wir auch immer, wir gehen raus. So. Und dann waren sie irgendwie der Meinung, wenn wir raus sind, können die keinen Beschluss fassen und die anderen wollten einen Beschluss fassen und haben dann gesagt, weil Russland rausgegangen ist und gar nicht mehr da war, ist der Sicherheitsrat blockiert. Ja, was schon mal etwas stringenter ist als die sonstige Definition. Und dann haben sie einen Beschluss gefasst, von dem dann eben Russland entführt war, weil sie eigentlich ihre Abwesenheit als Gegenstimme gewertet haben. So. Am Ende ist ihnen das aber nach wenigen Jahren wieder auf die Füße gefallen, als dann England und Frankreich die Situation war, dass sie in Ägypten den Kanal besetzt hatten und dann der Beschluss gegen sie fiel und dann war ziemlich schnell klar, dass unser United for Peace ist ganz knifflig und dann hat man das auch die Finger davon gelassen. Ja? Und ich meine, aktuell das einfachste Beispiel ist, ja, was weiß ich, Sanktionen gegen Israel. Ja? So, könnten ja United for Peace, die Vollversammlung der UNO, beschließt jetzt mal Maßnahmen gegen Israel. Gern ist relativ schnell eine Mehrheit, ich möchte wissen, wie viele Leute dann noch United for Peace für eine wirklich gute Idee haben. Ja, dann United for Peace dann auch noch die Vorstellung, das soll dann ja auch nicht nur Sanktionen, das soll dann auch noch irgendwie Militäreinsätze genehmigen. Ja? Also an den UN, an den Vetomächten vorbei, wie wahnsinnig ist das denn? Ja? Also das wird nicht funktionieren und am Ende glaube ich auch, dass es gut ist, dass es nicht funktioniert. Es gibt vielleicht irgendwo Dinge, wo wir gerne möchten, dass sich unbedingt was bewegt. Ja? Aber wenn wir uns vorstellen, was das mal ganz schön heißen kann, andersherum, dass eine Mehrheit in der Vollversammlung Militäreinsätze legitimieren kann, um Gottes Willen. Ja. Ja, mir geht es auch so, dass ich da sehr vorsichtig wäre mit dem United for Peace. Ja, dass unter anderem mit Hinblick auf Israel, wo eine Mehrheit relativ leicht zu erzielen wäre, zumindest in der Vollversammlung.
Ja, der Volksverlammung wahrscheinlich auch, aber das wollen wir nicht diskutieren. Nee, aber was ich meine ist tatsächlich, dass du hattest es ja vorhin vorgeschlagen in deinem Vortrag, wenn die UN dann mit zwei Drittel Mehrheit oder so in der Volksverlammung, ich würde dann tatsächlich bitte, bevor ein Militäreinsatz befehligt wird und nicht nur irgendwelche Sanktionen, dann eine doppelte Mehrheit haben wollen, also die Mehrheit des Sicherheitsrats und die zwei Drittel der Vollversammlung, weil sonst ist wirklich dann halt dem Frieden nicht geholfen, weil wer dann an der Stelle im Sicherheitsrat überstimmt ist, würde an der Stelle sich davon auch nicht gebunden fühlen und dann halt seine volle Macht zur Wirkung bringen. Das können wir an der Stelle nicht wollen. Ich denke, was du gesagt hast, Risiko ist ein guter Hinweis gewesen, Felix. Also die Friedens- und Sicherheitspolitische Kommission, die ja auch gerade 2007, 2008 sehr gut aufgearbeitet hat, unsere Fehler in Afghanistan. Ja? Also unsere jetzt als Deutsche und NATO-Fehler in Afghanistan und da einen ausführlichen Abschlussbericht mit einem eigenen Kongress damals in Berlin, wo erst der Bericht der Grünen Jugend dazu vorlag und dann eben der Altgrünen, zu denen wir, soweit ich das sehe, alle gehören, wenn wir nicht kein Mitglied sind. Und daraus die Schlüsse zu ziehen, wie du sagst, Verrechtlichung der internationalen Beziehungen auf jeden Fall, nur wenn UN mandatiert, ganz klar, wäre etwas, was wir so fest wie möglich ins Grundsatzprogramm reinschreiben müssen. Und da sind halt aktuelle Anlässe genauso wenig gut geeignet wie historische Anlässe, weil je mehr du dich auf ein Beispiel kaprizierst, desto eher können die anderen sagen, dieses Beispiel trifft aber nicht zu, weil hier ist es ja ganz anders. Das heißt, wenn wir von einem Grundsatzprogramm reden, was im Idealfall wieder 15 Jahre halten soll, dann muss dort etwas drinstehen, was auch in 10 Jahren noch sofort einleuchtet, weshalb auch der Begriff PESCO aus unserer Arbeitsgruppe nicht vorkommen wird, sondern die Frage europäischer Sicherheit, ja, und wie wir die organisiert haben wollen. Und entsprechend gilt das eben für die Geltung des Völkerrechts. Dann war ja, Andreas, glaube ich, dran. Vielleicht nimmst du mehrere Leute dran, bevor du antwortest, damit mehr Leute zu Wort kommen. Achso, Andreas hat einfach mal gewählt. Aber Andreas hat das auch vorhin so verstanden, also jedenfalls habe ich ihn so verstanden, die Zweidrittelmehrheit zusätzlich zum Beschluss des Sicherheitsrates, damit es eine breite Unterstützung gibt. Also anders kann ich es mir jedenfalls nicht vorstellen. Aber ich hatte hier jetzt auch noch Meldungen, also Andreas, wenn ich über den Handeln oder machen wir hier damit. Ich muss doch einen berühmten ehemaligen deutschen Außenminister zitieren und sagen, ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt in den Antworten auf die beiden, auch auf die anderen. Ich will das zusammennehmen. Gerade wenn man sagt, wir wollen die Zukunft gewinnen, bin ich voll mit dir. Muss man, glaube ich, die Vergangenheit ehrlich aufarbeiten. Und es ginge ja gar nicht darum, jetzt nochmal denen, die damals 99 innerhalb der Partei für den Kosovo-Krieg waren, ins Gesicht zu hauen und zu sagen, spät schon, wir haben recht gehabt, darum geht es nicht. Ich würde ja sogar den allermeisten, die damals dafür gestimmt haben, inklusive meinetwegen auch Josef Fischer, abnehmen, dass sie das für einen Ausnahmefall gehalten haben, der nicht zur Präzedenz wird. Das würde ich ihnen ehrlich abnehmen. Aber man wird doch heute, 20 Jahre später, beschreiben müssen, dass es eben doch leider ein Präzedenzfall geworden ist. Und ja, aber das ist doch wichtig. Und zwar nicht nur für westliche weitere völkerrechtliche Kriege, sondern in so eine Beschreibung gehört dann natürlich auch die russische Annexion Krim rein und meinetwegen auch Georgien und so weiter. Das muss man doch, glaube ich, zur historischen Aufarbeitung sagen. Und dann in die Zukunft, und da will ich das zusammenbinden, und da bin ich nicht mit dir einig, auch mit dir nicht. Also zunächst mal United for Peace ist ja nun begründet worden, bewusst mit der Situation, der Sicherheitsrat nimmt die ihm exklusiv zugeschriebene Aufgabe, Bewahrung oder Wiederherstellung des Friedens nicht wahr. Das war ja die Begründung. Und deswegen gehen wir in die Generalversammlung. Und was immer die Gründe für die Blockade waren, natürlich war die spezifisch anders damals 1950, wie jetzt im Düring-Fall. Aber es gab zwischendurch 9 weitere Fälle, das geht meistens vergessen, in denen so eine United for Peace-Resolution der Generalversammlung stattgefunden hat. Und zum Teil eben auch zur Stationierung von Druck geführt hat. Du hast das Beispiel, glaube ich, angewendet, als die Engländer und die Franzosen und die Israelis am Sinai standen. Hat man gegen die, bei Enthaltung der Franzosen und Briten dort eine UNO-Truppe hingestellt, durch einen Beschluss der Generalversammlung.
was im Sicherheitsrat wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Und das finde ich als einen Lösungsweg für nach vorne eine richtige Anzeige. Und ich muss sagen, bei aller Kritik an so manchen Mehrheitsbeschlüssen der Generalversammlung zu Syrien, meint er zu Israel, meint er mit der Gleichsetzung Zionismus und Rassismus, ich hätte nicht die Befürchtung, dass wenn es um Maßnahmen geht, um Maßnahmen der Sanktionierung oder Ähnlichem, eine Mehrheit, schon gar nicht eine qualifizierte, eine Zweidrittelmehrheit dieser Generalversammlung, irgendetwas beschließen würde, was tatsächlich die Existenz oder so von Israel bedrohen würde. Da muss man dann einfach mal konkret reden, was man meint. Wenn zum Beispiel die Generalversammlung einen Beschluss fassen würde, wir stellen eine robuste Blauhelmtruppe an die Grenzlinie zwischen dem heutigen Kernland Israel und dem, was seit 60 Jahren Palästina werden soll, meinetwegen eine Truppe mit amerikanischer Präsenz, damit die israelischen Sicherheitsbedürfnisse auch befriedigt werden, alles okay, dann wäre das doch ein richtig und sinnvoller Beschluss, gegen den Israel vielleicht stimmen wird, weil Israel seit 60 Jahren gegen die Internationalisierung dieses Konfliktes ist und eine aktive Rolle der UNO ablehnt. Aber wie gesagt, ich hätte nicht die Befürchtung, dass die UNO-Generalversammlung hier Beschlüsse fassen wird, die die Existenz Israel oder sein Existenzrecht auch nur in irgendeiner Weise bedrohen oder in Frage stellen. Naja, dann waren wir uns doch nicht einig. Gut, jetzt machen wir mal hier mit den beiden Meldungen. Wie schätzt du das ein, wäre es sinnvoll, im Grundsatzprogramm auch eine Formulierung einzubringen, die also auch Militäreinsätze gegen Schlepper im Mittelmeer zum Beispiel im Rahmen der Frontex-Mission entsprechend bekämpft. Denn die sogenannten Schlepper entstehen ja nur dadurch, dass die Fluchtwege immer weiter verstopft werden, dass die Festung Europa immer weiter blockiert wird. Und das sind im Grunde also dann Militäreinsätze, die sich eindeutig auch gegen Flüchtlinge aus Afrika entsprechend richten. Weiter, wie schätzt du unter dem Gesichtspunkt der Militäreinsätze die Situation in Mali ein? Dort wird ständig also weiter also ein Militäreinsatz also auch vom Bundestag mandatiert. Dort gibt es auch keinen UNO-Beschluss. Das ist also ein reiner, von den Franzosen wird es gesagt, es ist ein Krieg gegen den Terror im Norden, im unruhigen Norden in Mali. Letztlich geht es aber durchaus auch um eine Machtsicherung der ehemaligen französischen Kolonialherren. Ich sammle jetzt mal ein bisschen, ja? Ja. Also bei der Diskussion den Kosovo-Krieg sehe ich das so ähnlich wie bei Hartz IV. Wenn wir unsere alten Fehler nicht aufarbeiten können, in die Zukunft kommen. Und ich denke, gut, natürlich wird das in dieser Programmkommission so mit Sicherheit nicht durchsetzbar sein, das da direkt reinzuschreiben, was für Fehler wir gemacht haben. Aber ich denke, als Grüne Linke sollten wir es auf jeden Fall im Rahmen des Programmprozesses auch offen thematisieren und ansprechen. Weil da muss wirklich, genauso wie bei Hartz IV, wo wir riesige Fehler gemacht haben, das muss wirklich aufbereitet werden. Und zweitens, bin ich der Meinung, das ist ja ein Programm und müssen wir nicht auch wirklich radikale Forderungen da reinschreiben. Also ich nenne mal Stichworte, den Ostblock gibt es nicht mehr, müssen wir nicht auch aus der NATO diesen Block auflösen und eine andere Politik im Rahmen von KSZE, OSZE machen etc., hier Verbot von Rüstungsexporten, dass wir das fest im Programm verankern, dass das da rein sollte. Und ich Meinung ist auch, wir sollten dort auch offen reinschreiben, dass wir die Bundeswehr unter UN-Kommando stellen wollen. Also dass das unser Ziel ist, dass der Sicherheitsrat hier dort wirklich Möglichkeiten bekommt, auch für im Sinne mit Blauhelm, auch meinetwegen bewusste Blauhelme dort aktiv zu werden. Dann haben wir einen ganz anderen Diskurs in diesem Land. Wir haben da ja klare Mehrheiten dafür in diesem Land. Also niemand in Deutschland sieht sich bedroht letztlich. Die versuchen dieses Bedrohungspotenzial von der Leyen und so weiter aufzubauen. Aber es gibt klare Mehrheiten, die sagen, Russland ist nicht unser Feind.
Ja, und das hat man damals, hat man eine Friedens- und Entspannungspolitik mit Brezhnev und den Leuten, die waren auch nicht besser oder schlimmer als Putin. Ich meine, hier, das sind natürlich keine lupenreinen Demokraten, aber wenn wir davon ausgehen, dann kann man mit niemand friedlich auf der Welt fast leben. Ja. Insofern denke ich, sollten wir als Grüne oder auch als Grüne Linke radikale Formen thematisieren. Ansonsten haben wir, denke ich, Probleme auch in unserer Partei. Wir müssen da wirklich Friedens- und Entspannungspolitik politisch absolut wieder in die Offensive gehen. Dazu gibt dieser Programmprozess eine Chance, die sollten wir nutzen und dort auch diesen Raum jetzt wirklich ausfüllen und da voll reingehen. Jetzt ist dieser Raum geschaffen worden im Rahmen der Programmdebatte und wir haben nach wie vor im Programm auch drinstehen Gewaltfreiheit. Ansonsten landen wir wirklich bei Responsibility Protect, wie Teil unserer Partei das jetzt interpretieren und damit Militäreinsätze für Menschenrechte ohne Mandat legitimieren. Und das wäre für uns im Programm eine Katastrophe. Ich glaube, wir haben nur eine Chance, wenn wir auch radikale Forderungen als Grüne Linke einbringen. Ich bin gekommen, mein Name ist Robert Wager, ich bin aus dem KV München und seit neuestem auch tätig für das Zentrum für progressives Völkerrecht. Ich habe es sehr geschätzt, wie du so differenziert beleuchtet hast, wie die aktuelle Konstellation des Sicherheitsrats auch seine Sinnhaftigkeit haben mag. Würde aber gerne eigentlich auch nochmal hinterfragen, inwiefern dieser Vergleich Blockade des Bundestags, Blockade des Sicherheitsrats wirklich geeignet ist. Denn ich denke, der Sicherheitsrat entscheidet auf einer anderen Ebene, auch über übergeordnete Fragen mit dem Weltfrieden. Und ich glaube einfach, dass das nicht reicht, dass wir jetzt sagen, gut, der ist halt so und wir müssen das anerkennen, dass sie sich nicht einig geworden sind, sondern ich glaube, ich frage mich, wieso stellen wir Grüne nicht in jedem Wahlprogramm, in der öffentlichen Bekundung fest, dass es nötig ist, dass der Sicherheitsrat insofern ermächtigt wird, dass er zur Lösung findet, dass er zwar an sich uneins sein kann, aber dass er, solange das ist, auch weiterhin verpflichtet ist, sich mit der Thematik zu beschäftigen und nicht einfach auseinandergehen kann und das auf sich beruhen lassen darf. Im Grunde genommen, dass sie debattieren, wenn es noch nicht genug war und dann irgendwie zu einer Lösung finden, die konstruktiv ist. Also ich bin ja für ein konstruktives Votum im Grunde genommen. Also das könnte man sich als Forderung darstellen, die wir in jedem unserer öffentlichen Statements auch wieder holen könnten. Und das Zweite, was ich stelle, warum wir Grüne eigentlich nicht ganz klar fordern, dass jeder Bruch des Völkerrechts im Grunde genommen sofort von der internationalen Gerichtsbarkeit verfolgt und sanktioniert werden muss. Das kann man doch eigentlich genauso fordern. Gut, ich mache jetzt mal eine Antwortrunde, ja? Ja. So, gut, fange ich jetzt gleich mal von hinten an. Ne? Also internationaler Strafgerichtshof, Völkerstrafrecht, Weltrechtsprinzip sind alles Forderungen, die teilen, die sollten auf jeden Fall ins Grundsatzprogramm. Das funktioniert natürlich nicht, solange sich die Hauptplayer selber den internationalen Strafgerichtshof nicht ratifizieren. Ja? Aber dass das das Ziel sein muss, da gebe ich dir völlig recht, dass als Grüne wir immer sagen müssen, die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, das ist der Weg sozusagen, um nachhaltige Friedenspolitik zu betreiben. Ja? Das heißt, wir müssen die Institutionen, die wir haben und die Brücken, die unter Beschuss stehen, auch gerade der internationale Strafgerichtshof, und jetzt gerade wieder das Problem, dass da mehrere afrikanische Staaten jetzt ausgetreten sind, ja? Dass wir uns dahinter stellen, der wird jetzt 20 Jahre im Juli. Also wir müssen alle auch nochmal sozusagen Werbung machen für den internationalen Strafgerichtshof. Dass wir das nach vorne stellen, das muss ganz im Programm sein. Das sehe ich genauso. Ja. Als Leitsatz. Ja. Veto-Reform? Naja, der Sicherheitsrat soll weiter reden, bis er sich geeinigt hat. Das ist aber genau das, das gehe ich hier völlig richtig. Aber so ist er angelegt. Alle Umwege, die jetzt Auswege suchen wollen, wie man, wenn man sich nicht einigt, irgendwie doch was machen kann, ja, sind deswegen kontraproduktiv. Ja. Natürlich, sie müssen so lange sitzen und reden, bis sie sich gar nicht. Es gibt keine Abkürzung zum Frieden. Es gibt nicht irgendwie den Umweg oder den. Richtig, aber tun sie es denn überhaupt? Ich sehe, die sagen sich, nee, wir sind uns uneinig, gehen nach Hause. Naja, es gibt schon immer wieder auch zu Syrien, natürlich immer wieder werden Resolutionsentwürfe gemacht, immer wieder auch scheitern sie, ja, so, und manchmal gelingen sie dann auch. Ich glaube, aber deswegen ist es so falsch, Umweg zu suchen. Deswegen, meine ich, ist es falsch, mit United for Peace zu arbeiten oder mit Responsibility, mit einer falsch verstandenen Responsibility to protect. Die richtige stelle ich ja gar nicht in Frage, ja. Aber
genau deswegen sozusagen sind wir da an einer Stelle. Ich versuche mal, gut, den ersten Punkt, Night Call for Peace, haben wir jetzt auch gerade schon abgehakt, dann hatten wir doch einen Dissens. Ich dachte, wir hätten keinen, aber dann haben wir einen. Ich habe das am Anfang so verstanden, dass es schön wäre, immer auch die Vollversammlung noch dahinter zu haben. So, ja, aber es ist für mich, ist der Sicherheitsratsbeschluss einfach völkerrechtlich unerlässlich. Ich will es nochmal sagen, weil du das ausdrücklich formuliert hast. Der Sicherheitsrat würde in einer Situation nicht die ihm zugedachte und von ihm sozusagen verankerte Rolle spielen. Doch genau die spielt er. Genau wie das Veto ist doch darin angelegt. Das ist doch die Geburts-DNA des Sicherheitsrats. Ich kann doch nicht sagen, ich kreiere ein Gremium mit Veto und dann, wenn es ausruft wird, sage ich, jetzt übt dieses Gremium seine Aufgabe nicht aus. Also es ist doch ein Widerspruch in sich. Ja, er ist so konstruiert. Ja. Aber hat der entschuldige Einzwischenruf, das stimmt doch nicht. Wenn der Sicherheitsrat im Falle Syrien aufgrund seiner Blockade nicht in der Lage ist, irgendetwas dazu tun, den Frieden dort wiederherzustellen, was sein exklusiver Auftrag ist. Über die Situation reden wir doch. Bedingt durch die Vetos oder Vetodrohungen von zwei Vetomächten. Dann stellt sich doch die Frage, ob dann nicht die Generalversammlung die Zuständigkeit bekommen wird. Nein, er kommt deswegen nicht zum Ergebnis. Er kann das Problem in Syrien nicht lösen, weil sich Russland und Amerika nicht einigen. Nein. Aber da müssen Sie hin. Sie müssen so lange reden, bis Sie eine gemeinsame Strategie haben. Und wenn Sie vorher militärisch intervenieren, ohne gemeinsame Strategie, verursacht das nur noch mehr Eskalation und noch mehr Tod und löst kein Problem. Ja? Das ist doch der Knackpunkt genau an der Sache. Sie müssen weiterreden, Sie müssen zu einer gemeinsamen Strategie kommen. Ansonsten haben militärische Mittel an der Stelle keine. Also bisherige Reden reicht doch weit nicht aus. Dann musst du aber erst aus der Ost-West-Konfrontation raus. So, ich versuche jetzt nochmal ein paar Sachen hier zu beantworten. Noch ein Verspruch, aber ja. Leute, bitte nicht alle durcheinander diskutieren, dann kommen wir nicht weiter. Wir diskutieren nicht miteinander, aber das ist schon. Blick auch sorgevoll auf die Uhr. Von daher, nach deiner Antwort, dann vielleicht noch mal drei oder maximal vier wirklich kurze Fragen, möglichst von Leuten, die noch nicht dran waren, mit kurzen Antworten. Und dann würde ich vorschlagen, gerade ein paar Minuten Pause zu machen und dann in die Auswertung der Arbeitsgruppen zu gehen, weil sonst kommen wir überhaupt nicht mehr über die Runde. Gut, also dann will ich zu den Schleppern im Mittelmeer jetzt nicht groß was sagen, das ist auch ein Mandat, was wir ja ablehnen. Aber zu Mali will ich schon noch mal was sagen, weil das ist wirklich auch ein Mandat, auf dem ich zustimme, ja, dem ich von Anfang an zugestimmt habe. Und es ist nicht nur UN-legitimiert, sondern es ist sogar ein UN-geführter, ein klassischer UN-geführter Einsatz MINUSMA. Ja. Dass der schlecht läuft und dass das nicht gut läuft und dass wir uns genau angucken müssen, was da schief geht, ist eine andere Sache. Aber die Entstehung des Mali-Einsatzes halte ich für eine der wenigen Fälle, der sozusagen völkerrechtsmäßig legitimiert war und an der Stelle sogar notwendig war, um Schulden zu verhindern. Ja. Also dazu nochmal ganz klar, wo ein Mandat steht hier außer Frage. Wie ist das mit Vorsätzen? So. Gut, die Grundsatzfrage, die sicherlich noch alle noch beschäftigt, ist ja nochmal gefragt worden, Kosovo-Rückblick nochmal aufarbeiten. Ich meine, das Risiko ist ein Anknüpfungspunkt. Meine Erfahrung sagt mir genau, oder ich meine, es mag ja auch anders funktionieren, aber mir wäre immer wichtig, dass es einfach für die Zukunft abstrahiert klare Regeln gibt, wo wir strittige Punkte haben, dass die geklärt werden, dass man die durchsetzt. Ja. Das ist natürlich eine juristische Sichtweise, das gebe ich zu, ja, das abstrakt zu formulieren, damit es auf alle Fälle passt. Ja. Und nicht sozusagen der Einzelfall, wenn wir die Kosovo-Geschichte wieder aufmachen. Es wird immer Leute geben, die werden sagen, wir werden den Kosovo als Beispiel dafür herden, warum man hier doch manchmal ohne Sicherheitsrat eingreifen muss, weil man doch damals auch die Leben gerettet hat. Ja, und dann ist man wieder in dieser Debatte drin, die man eigentlich sozusagen, wenn man sich im Kreis dreht. Ja. Radikale Forderungen ist immer gut. Ich will jetzt nicht vorschlagen, wie man hier irgendwie taktisch rangeht, aber ich finde, es bringt ja auch immer was zu differenzieren zwischen den Visionen, wo man hin will, wie wir das ja vorhin hier auch schon mal gemeinsam formuliert haben, wie das irgendwann mal die Zielrichtung ist, und dann aber auch pragmatische Schritte konkret vorzuschlagen. Ich finde, beides muss sein, man kann, sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen. Eine wichtige Auseinandersetzung, die wir führen müssen, wo sowas gesagt werden muss, ist das Verhältnis zu Russland, ganz klar. Ja. Also diese Auseinandersetzung müssen wir grünintern führen, gerade jetzt auch die SPD hat eine massive Auseinandersetzung. Aber das ist sicherlich ein abendfüllendes Programm, das werden wir jetzt wahrscheinlich hier heute nicht mehr lösen. Aber Heiko Maas hat gesagt, er ist nicht gegen die Brand in die SPD eingetreten. Das fand ich schon einen sehr bemerkenswerten Satz, und der hat auch noch eine ganze Menge politische Konsequenzen. Gut, die letzte Runde noch, oder wie? Letzte Runde. Okay, die Runde wird gerade größer. Wie wollen wir es handhaben?
gerade eben von 3 bis 4. Wer hat sich da noch nicht gemeldet? Okay, ich gebe die Moderation jetzt ab an den Chef. Ja. Komm mit drauf zurück, Barbara. Um jetzt von dieser Runde nochmal zum anderen Blickpunkt zu kommen, was ja noch weiter diskutiert werden müsste. Mein Gedanke ist auch nochmal zu verstärken oder wie weit wir diese Strategie verfolgen. Ich weiß, dass nur 1 Promille der Rüstungsausgaben für, ich sag jetzt mal, Friedens, ganz allgemein irgendwelche Friedensmaßnahmen verwendet werden. Weißt du, was ich meine? Nee. Zivile Friedens. Genau, für die Rüstung wird eine bestimmte Summe ausgegeben. Alles, was Militär und Rüstung und dergleichen angeht. Und 1 Promille geht nur in zivile Konfliktprävention. Ja. Genau. Ja. Und da würde ich sagen, das einfach auch noch mal mehr in den Raum zu stellen und auch deutlich mehr einzufordern. Das wäre also das ist parallel, die Parallelstrategie. Ja. Das ist auf jeden Fall unstrittig, dass wir immer sagen, da muss mehr rein. Ja, das ist aber auch, wie weit das auch richtig ganz eindeutig festgelegt wird. Also erstens wollte ich kurz einen zweiten Recht geben. Zum einen Israel sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass die Beendigung der Straffreiheit für israelische Verbrechen einer der hauptpositiven Effekte der Abschaffung des Vetos oder der Einführung von Peace sein könnte. Entschuldigung, ich versuche schnell zu sein. Zweitens, Uniting for Peace wollte ich nur anmerken, dass Andreas die Parteiposition dazu vertritt. Das ist Beschlusslage der DDK. Dann zu Kosovo aussparen, wollte ich ganz kurz sagen, ich finde, dass du am Ende genau dagegen argumentiert hast, warum man das gerade nicht machen sollte, denn wenn du das machst, um Rücksicht zu nehmen auf Leute, die immer noch aufrechterhalten wollen, dass es richtig war und dem Beschluss entsprechend formulierst, dass die das aufrechterhalten können, dann hast du eben gerade nicht das Problem gelöst. Also da tritt es dann ans Tag. Jetzt habe ich mich aber eigentlich gemeldet. Ich fand es gut, dass du auf die realen Machtverhältnisse eingegangen bist und die Frage irgendwie, ob die das Wittel abbildet und so. Ich finde aber, dass du da zu weit in diese Richtung gegangen bist. Also es ist ja immer eine Spannung von Recht und seiner Durchsetzbarkeit. Im einen Extrem, wenn das Recht keinerlei Durchsetzbarkeit hat, kann man es vergessen. Andererseits, wenn es nur eine Abbildung der Machtverhältnisse ist, kann man es sich auch sparen. Also irgendwo muss man dazwischen sein und es so weit wie möglich von den Machtverhältnissen entfernen. Und letzter Punkt. Wie können wir es möglichst weit von Machtverhältnissen fern? Immer dann, wenn die Leute mit der Macht einsehen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, sich solchen Regeln zu unterwerfen. Und da würde ich sagen, ist das Problem, dass in den USA eben diese Einsicht auf Null gesunken ist, dass es im eigenen Interesse ist und dass das Handeln in den USA dazu geführt hat, dass die anderen auf den Schluss gezogen haben, dass es nicht mehr in ihrem eigenen Interesse ist und dass wir eigentlich eine Situation herbeiführen müssen, wo es wieder im Interesse der Leute ist und sie das wahrnehmen können und dadurch diese Distanz zwischen der bloßen Machtgegebenheit und dem Recht sich möglichst wieder vergrößern kann. Sehr schön. Und wenn du diesen Weg gefunden hast, dann schreibst du mir den, ne? Wir haben hier nichts verstanden. Also ich wollte mir die Dame vorhin noch anschauen, das war mein Thema, auch diese zivilen Friedenslösungen, Konfliktlösungen. Also ich habe auch das Gefühl, wir diskutieren, klar, ist ganz wichtig und finde ich super, also auch mit UN-Sicherheitsrat und dass wir die Institutionen, die wir haben, auch belassen und stärken und nicht wieder auf was Neues umstellen. Also ich finde das ganz super und einfach auch klarzustellen, wo ist Völkerrecht und Bruch und wir brauchen die Definition auch mit, weil ich empfinde schon, dass öffentlich ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also es gibt Aktionaufschrei und es gibt da viel öffentliche Meinung dazu, aber ich erlebe halt ehrlich viel Meinung, die sagt, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung heißt dann nur Militär. Genau. Und ich finde, man musste diese öffentliche Diskussion, die sagt, Sicherheit wird durch Militär geschaffen, einfach in Frage stellen, irgendwie herausfordern. Also ich finde, da wird viel Unordnung geschaffen. Also ich finde es so Kriegstreiberei einfach. Oh. Egal, ob das ein Kapitalismus oder sonst was. Also wir müssen viel mehr diese zivilen Modelle, also nicht sagen, ja, das gibt es auch und wir brauchen Geld, aber also irgendwie ins Programm bringen, dass man wirklich Geld braucht und dass man da eine Institution mehr zusätzlich schafft oder ausweitet, Forum Ziviler Friedensdienst, genau. Also dass da halt wirklich mehr Emphasis, so wie heute wird auch so viel über 2% Amerika, Iran diskutiert und dieses Ding sind fallen runter. Ja, fällt also ich teile das voll und ganz, das war jetzt aber einfach nicht das Thema des Vortrags, ich bitte um Nachsicht, aber ich glaube, da sind wir uns alle völlig einig, ja. Rüstungsexporte nicht zu liefern, ist auch eine Form der zivilen Krisenprävention, ja. Aber ich finde auch, das sollte man mal zusammenbringen. Ja. Ja. Ich will das auch nochmal unterstützen, weil ich sehe da bei dem Recht in den internationalen Beziehungen, sehe da ein Problem. Was machst du denn mit Leuten,
Oder was machst du denn in dem Fall, wo die Durchsetzung des Rechts neues Leid irgendwie verursachen würde? Also mir würde zum Beispiel, was weiß ich, schon lange andauernde ethnische Vertreibungen einfallen, wo die Leute da schon in der zweiten Generation wohnen. Nehmen wir zum Beispiel irgendwie Siedlungsbau in Israel, wo die da schon sehr lange wohnen. Was willst du machen? Willst du die dann wieder vertreiben, weil du das Recht durchsetzen willst? Oder nehmen wir als Beispiel irgendwie die Krim, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die mehrheitlich überhaupt nicht zur Ukraine wollen. Das müsstest du gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen. Was macht man damit? Und da fallen mir dann wirklich bloß zivile Lösungen ein. Also das kann nicht sein, dass man dann sagt, na gut, das ist jetzt das Recht, also setzen wir das notfalls durch. Weil da bin ich mir dann hundertprozentig sicher, dass man damit dann noch mehr Leid verursachen würde. Ja, ich möchte noch ein Wort zu der Diskussion um den Sicherheitsrat sagen. Ich möchte deine Position total unterstützen, weil Beschluss oder Beschlusslage des Sicherheitsrates sollte ja sein, den Frieden herzustellen. Und wie will man den Frieden herstellen, wenn man gegen eine große Atommacht im Zweifel einen Beschluss fasst und das durchsetzen will? Das kann ich mir einfach realistisch nicht vorstellen, dass das dem Frieden tatsächlich dient. Ja. Und deshalb muss man dazu lange reden, bis man eine Lösung findet. Und deshalb kann man nicht sagen, er ist blockiert, sondern man muss sagen, es ist halt so, sie finden noch keine Lösung. Dafür gibt es ja die Blauen. Also ein Teilergebnis von heute aus meiner Sicht ist schon mal, dass wir hier innerhalb der Grünen in der Tat einen Konflikt haben, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und nach einer Lösung suchen müssen. Würde ich mal so zur Kenntnis nehmen. Weil nur eine, oder? Ja, war eine. Also Felix hat es ja schon gesagt, wir meinen vor Peace ist auf einer BDK mal abgestimmt worden, die Kritiker haben verloren, die Befürworter haben gewonnen, also das ist BDK-Beschlusslage. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Auseinandersetzung, ich würde die gerne nochmal, also ich glaube, es ist für uns keine Lösung. Also, weil das jetzt zum Schluss nochmal als Schlussfrage ist, nochmal, glaube ich, war jetzt eine Meldung. Ein oder zwei, ja, hatte ich noch. Peter und Olaf, aber dann ist wirklich Schicht im Schacht. Bei mir geht es sehr schnell. Ich würde gerne von dir hören, ob das Überzeugungsmöglichkeit gibt oder überhaupt Sinn macht oder aus deiner Sicht wirklich schnell reingearbeitet werden kann, dass einmal echte Atomwaffen ins Grundsatzprogramm reinkommt, plus keine Militärflüge mehr von Rammstein und Kriegsgebiete reinkommt, plus sämtliche Offenlegung aller Anfragen von Ländern nach Deutschland zur Lieferung von Munition und Kriegsmaschinerie. Offenlegung aller Anfragen anderer Länder zu uns nach Offenlegung, nach Lieferung von Kriegswaffen und dergleichen, dass man das Bevölkerung mitdiskutieren kann, erkennen kann und abschalten kann. Oder? Ja, also wo die Beschlüsse gefasst werden, im Sicherheitsrat oder Vollversammlung oder mit welcher Mehrheit, ist eigentlich nicht so wichtig, wenn die Hürden nur hochgelegt würden für den Militäreinsatz. Denn was wir brauchen, sind nicht mehr Militäreinsätze, sondern weniger. Denn wir wissen ja, dass alle diese Interventionen in Afghanistan und Irak und Libyen und Syrien zu Desaster nur geführt haben. Das Einzige wäre gewesen Ruanda, wo es notwendig war. Da war es ein wirklicher Völkermord. Und da ist nichts passiert oder viel zu spät. Also viel höher legen die Maßstäbe dafür, dass man militärisch intervenieren kann, das wäre das Wichtigste. Kleine Sache. Das ist wirklich unseriös. Also das sehe ich aber genauso, dass man sich einfach vor Augen führen, weil das United hieß eine Herabsetzung der Hürden für Militäreinsätze. Das muss man einfach wissen. Es geht ja nur darum, unter welchen Umständen können Militäreinsätze. Wir waren uns ja eigentlich mal immer einig, dass das ganz restriktiv und äußerst notwendig und als letztes Mittel an der militärischen Gewalt anzuwenden ist. Und United for Peace ist sozusagen eine Umgehung des Sicherheitsrates und ohne Mandat, also mit niedrigeren Hürden Militäreinsätze zu genehmigen. Das muss man einfach wissen. Man kann das so beschließen, auch nach dem BMWK, da muss man mal wissen, was man beschlossen hat. Ja? Gut, habe ich irgendwas übersehen? Dem ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich.